Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, es ist unser gesetzlicher Auftrag, dass wir über die Regelbedarfe entscheiden. Deshalb sind wir heute hier. Ich möchte Sie aber auch daran erinnern, dass wir auch aus unserem christlichen Menschenbild, aus unserem wertegeleiteten Menschenbild die Aufgabe haben, Regelsätze zu bestimmen, die eine gesellschaftliche, kulturelle Teilnahme am Leben ermöglichen. Auch das ist uns hiermit gelungen. Und wenn ich in die katholische Soziallehre gucke, dann geht es um Solidarität, es geht um Subsidiarität, aber es geht auch um die Achtung des Gemeinwohls. Alle drei stehen nebeneinander, alle drei sind gleich wichtig, alle drei erfüllen wir mit diesen beiden Gesetzen. Das Gesetz ist sachlich richtig, das Gesetz ist sachlich richtig berechnet und es ist verfassungsgemäß. Somit können wir ohne weiteres zustimmen. Und wir stimmen heute über einen Gesetzentwurf ab, der in der Regel höhere Regelbedarfe auch vorsieht. Und die Kollegen vor mir haben schon erwähnt, vor allem bei den Kindern zwischen 7 und 14 schaffen wir eine Regelbedarfserhöhung von 21 Euro. Natürlich nutzen wir auch den Anlass, dass wir die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe um beide Gesetze sowie sowohl das Asylbewerberleistungsgesetz als aber auch die Regelbedarfsermittlung zu evaluieren und weiterzuentwickeln. Und wenn man mal zurückdenkt an die 80er Jahre, als man noch ganz andere Diskussionen hatte über Warenkörbe, kommt jetzt die Kinokarte hinein oder ist sie nicht drin, ist die Zugfahrkarte dabei oder ist sie nicht drin, dann glaube ich, sind wir mit der Methodik, die wir jetzt anwenden, schon wesentlich transparenter, wesentlich ehrlicher und wesentlich näher an den Menschen. Und wir haben auch, danke, und wir haben auch Änderungen hervorgerufen. Liebe Dagmar Schmidt, nicht alle Änderungen, die vielleicht wünschenswert gewesen sind, aber wir haben das Gesetz verändert, und zwar nochmal in der richtige Richtung. Wir haben die Erstrenten, die Überbrückung der Erstrenten eingeführt, eine ganz wichtige Geschichte. Und Kollegin Mast, das wir jetzt korrigieren, hat Rot-Grün eingeführt, und wir haben es jetzt gemeinsam repariert. Da gibt es noch vieles, was zu reparieren ist. Und seien Sie doch mal zufrieden mit dem, was wir jetzt geändert haben. Der Teufel liegt ja im Detail. Wir haben das Beispiel Nachhilfe. Der Kollege Zimmer hat das, glaube ich, sehr eindrucksvoll auch dargestellt, wo denn die Schwierigkeit auch in der Argumentation ist. Und hier, wenn wir über Regelsätze sprechen, ja, das sehen Sie anders als ich, aber Sie erlauben mir natürlich meine eigene Meinung. Ich gestehe sie Ihnen ja auch zu. Aber so schwierig das alles im Detail ist, wir haben das in der Anhörung erlebt, wir haben das in einer, glaube ich, sehr emotionalen und guten Ausschusssitzung auch miterlebt, so schwierig das im Detail ist, so wichtig, dass wir die Grundpfeiler Solidarität, Gemeinwohl und Subsidiarität nicht verlassen. Und Bildung ist in diesem Land Ländersache. Da dürfen wir die Länder auch nicht die Exkulpation zuzuführen. Die Länder haben sich darum zu kümmern, dass jedem Kind, gleich welcher soziologischen Struktur, gleich welcher finanziellen Ausstattung, Bildungschancen einräumt. Da müssen wir die Länder in die Pflicht nehmen und nicht im vorauseilenden Gehorsam finanzieren. Und meine Damen und Herren, wir beschließen auch Änderungen im Asylbewerberleistungsgesetz. Die sind folgerichtig. Wir folgen somit dem Koalitionsausschuss, den Beschlüssen des Koalitionsausschusses vom April diesen Jahres. Wir werden alles dafür tun, dass wir die Sachleistung in den Vordergrund stellen und natürlich dann auch mit den Geldleistungen verrechnen. Das ist richtig, Kollege Strengmann-Kuhn, das ist auch verfassungskonform und somit auch nicht zu kritisieren. Wir müssen das Asylbewerberleistungsgesetz aufgrund der Diskussion in unserem Land, aufgrund dem Populismus, der über das Thema Asyl über uns alle hereinbricht, auch offen und transparent diskutieren. Das tun wir heute, und dazu ist die Änderung im Gesetz auch notwendig. Wir haben neben dem Fokus auf Geldleistungen, auf Sachleistungen statt Geldleistungen, aber auch mit der Adaption der Regelung der Beitrags- oder der Steuerfreiheit von ehrenamtlichen Bezügen analog zum SGB XII auch Erleichterungen geschaffen. Und diese Erleichterungen können auch für eine bessere Integration genutzt werden. Meine Damen und Herren, es ist ein schwieriges Thema. Der Teufel liegt im Detail. Man kann über jede einzelne Ausgabe länger streiten. Ich bin mir aber sicher, dass wir hier ein Gesetz verabschieden, zwei Gesetze verabschieden,
die den Grundgedanken der Werte, den Grundgedanken der sozialen Marktwirtschaft in diesem Land gerecht werden. Wir dürfen auch und müssen uns auch bei unserer Politik an den Rändern orientieren, aber immer die Mitte im Fokus haben. Das schaffen wir damit. Ich bitte um Zustimmung. Herzlichen Dank.